Hallo, willkommen in der Produktbewertung. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die 5 die besten Wickelrucksacktests. Ich habe diese Liste basierend auf meinen persönlichen Recherchen und Meinungen erstellt und versucht, sie anhand ihrer Qualität, ihres Preises, ihrer Haltbarkeit und mehr aufzulisten. Wenn Sie den Preis sehen und mehr über diese Produkte erfahren möchten, können Sie den Link unten in der Beschreibung unten überprüfen. Auf Platz 5 haben wir die Baby-Wickelrucksack. Der 42x27x7 cm große Wickelrucksack von Küsseli bietet laut Hersteller viele Raffinessen und viel Stauraum. Es ist in den Farben Schwarz, Grau, Dunkelgrau und Lila erhältlich. Im Rücken befindet sich ein geräumiges Fach mit integriertem Feuchtigkeitsfach, zur getrennten Aufbewahrung von trockenen und nassen Gegenständen. Im Lieferbereich befinden sich zwei Schiebegurte und ein Anhänger am Rucksack. Verwendung eines USB-Anschlusses. Eine kleine Öffnung mit einem USB-Ladeanschluss ist eine praktische Funktion. Es bietet die Möglichkeit, eine Indoor-Powerbank mit einem externen Mobiltelefon zu verbinden. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Love of Oak Wickelrucksack. Die Rückschraube Love of Oak ist in Schwarz und Grau erhältlich, wiegt 1,5 kg und misst 41,9x34x19,8 cm. Auf den ersten Blick erscheint das Gewicht vergleichbare Modellschwere, da es drei verschiedene Funktionen integriert. Der Rucksack, die Reisetasche und das Kinderbett sind in einem. Die Wickeltasche bietet laut Hersteller mit ihrem gepolsterten Hauptfach, zwei Reißverschlusstaschen auf der Vorderseite, einer Barbeflasche und einer diebstahlsicheren Reißverschlusstasche auf der Rückseite ausreichend Platz für alles, was man braucht. Das Modell kann auch ohne Barbekleidung für Reisen genutzt werden. Auf Platz 3 haben wir die Bubblero Baby Wickeltasche. Der Wickelrucksack von Bubblero bietet die Möglichkeit, viele Babytensilien ordentlich und leicht zu verstauen. Er ist 26 Liter lang und in den Farben Schwarz, Marineblau, Pink, Grau und Dunkelgrau erhältlich. Es ist 42x21x31 cm groß. Für die Aufbewahrung von Bab-Artikeln gibt es zwei Hauptbette und 18 kleinere. Mit 5 isolierten Taschen für Babyflaschen in Größe und Form, einer Schlüsseltasche, einer multifunktionalen gepolsterten Schaukeltasche und einer Tasche für Tablets oder Laptops bis zu 15,6 Zoll. Es gibt eine Reihe von Außenfächern für Handschellen, eine Wasserflasche, Kekse oder alles andere, um leicht zugänglich zu sein. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Lässig. Der Lässig-Rucksack bietet einen lässigen, unkomplizierten Stöhler- und Umweltschutz. Laut Hersteller. Es besteht zu 100% aus recycelten Plastikflaschen der Textilfirma Vastie 2WA. Recycling ist sinnvoll, wenn man bedenkt, dass in unseren Ozeanen rund 150 Millionen Tonnen nicht abbaubares Plastik enthalten sind. Ein Wickelrucksack besteht je nach Typ aus 10-38 recycelten Plastikflaschen aus Polyester. Wenn das Gepäck eines Tages größer wird, kann das Modell dank der praktischen Rolltop-Öffnung vergrößert werden. Das Volumen kann durch Aufrollen der Öffnung von 17,5 auf 21,8 Liter vergrößert werden. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Pomelo Best Baby Wickelrucksack. Der trendige Wickelrucksack von Pomelo Best ist in 11 Farbtönen erhältlich und bietet mit seinen zahlreichen Taschen ein sehr durchdachtes Design für alle wichtigen Babytensilien. Der Wickelrucksack besteht aus Oxford Nylon, das verschleißfest und wasserabweisend ist. Das Modell wiegt etwa 720 Gramm und enthält 12 verschiedene Taschen zur Aufbewahrung einzelner Waren. Das Modell hat 40x25x15 cm x 16 cm. In der Tasche für Babyflaschen befinden sich in der Fronttasche zwei Netztaschen. Mit einem Reißverschluss lässt sie sich öffnen und schließen. Es bietet auch leicht zugänglichen Platz für ein Lätzchen, eine Barbie-Schale oder ähnliches. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag dieses Video teilen und vergessen Sie nicht, unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.